Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Jahreshoroskop 2018 für alle Tierkreiszeichen. Jahr 2018 ist ein Venusjahr. Es wird natürlich wichtiger Thema sein, liebe Partnerschaft. Venus ist auch die Planet für Harmonie und Frieden und das bedeutet, immer mehr Menschen haben diese Bedürfnis nach Frieden. Venus ist auch Kunst, Kreativität, Schönheit, Ästhetik. Ich verbinde es sogar auch mit Selbstständigkeit. Also viele Menschen werden kreativ sein, auch beruflich oder starten ihren Selbstständigkeit. Venus ist auch der Planet der kleine Glück und dieses Glück begleitet uns alle im Jahr 2018. Venus hat einen Einfluss von Saturn, hat Einfluss von Pluto und Einfluss von Lilith. Was bedeutet das? Lilith-Energie, unsere Wünsche, Sehnsüchte und Träume sollen wir bewusst wahrnehmen, nicht davonlaufen, dazu neigen wir nämlich, sondern hier erteilt Saturn eine Lernaufgabe. Nimm deine Wünsche, Sehnsüchte, Träume ernst. Setz das als Ziel, das ist alles erreichbar. Das, was wir lernen im Jahr 2018. Das trifft momentan noch exakt die Schützengeborenen. Nächstes Jahr sind die Steinbockgeborenen damit betroffen. Aber indirekt wirkt auf uns alle. Saturn ist auch der Planet der Schicksal. Also werden schicksalhafte Entscheidungen getroffen. Veränderungen. Aber bedeutet auch Karma. Karmischen Themen. Bei schicksalhaften Veränderungen trifft eher die Wiedergeborenen, später dann die Stiergeborenen. Was die karmischen Themen betrifft, das trifft eher die Löwengeborenen und die Wassermanngeborenen. Pluto wird auch ein Thema sein. Das ist das innere Kraft. Konzentriert auf diesem Kraft zu bleiben. Und von allem verabschieden, trennen, loslassen, das diese Kraft raubt. Das trifft direkt die Steinbockgeborenen, aber indirekt spüren wir das alle. Und wie wirkt die kosmische Energie der einzelnen Tierkreiszeichen? Ich würde erstmal über die Feuerelemente sprechen. Dazu gehören die Wiedergeborenen, die Löwengeborenen, und die Schützengeborenen. Das sind Veränderungen, Umbrüche. Da dreht sich auch etwas. Das spüren sie alle drei Tierkreiszeichen. Auch die Schützengeborenen, auch die Löwengeborenen. Aber so direkt wirkt bei den Wiedergeborenen. Unerwartete Ereignisse. Das ist auch zum Erwarten. Aber das kommt auch in Form. Und das wirkt auch bei Schützengeborenen, auch bei Wiedergeborenen, vielleicht weniger bei den Löwengeborenen. Bei den Schützengeborenen wird das etwas leichter sein. Sie können endlich aufatmen und 2018 werden auch mal glückliche Momente erleben und das, was sie im vergangenen Jahren erlebt haben, das kommt in Ordnung. Und es viel leichter wird bei den Schützengeborenen. Bei den Wiedergeborenen sind Umbrüche, Veränderungen. Anfang des Jahres bremst noch etwas oder kehrt von Vergangenheit etwas zurück, Erinnerungen oder eine Person. Aber dann dreht sich das alles und kommt eine Vorwärtsbewegung. Bei den Löwengeborenen ist wichtiges Thema die berufliche Anerkennung, Ansehen, Erfolg. Viele Löwengeborenen fangen etwas Neues an, aber das sind auch Karma, karmische Erinnerungen,
karmischen Lernaufgabe oder karmischen Begegnungen. Und wie wird das Jahr 2018 bei den Erdenelementen? Die Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen, die Tierkreiszeichen Stier-Geborenen und die Tierkreiszeichen Jungfrau-Geborenen. Sie brauchen Sicherheit, Stabilität und Ordnung. Bei den Stiergeborenen wird sich aber ab Frühling Veränderungen geben, unerwartete Ereignisse, schicksalhafte Veränderungen, schicksalhafte Ereignisse, Entscheidungen, auch wichtige Entscheidungen. Bei den Jungfraugeborenen kommt etwas in Ordnung, nicht nur in die Liebe, Partnerschaft, sondern auch beruflich. Und bei den Steinbockgeborenen ist wichtig, die inneren Kraft spüren, Mut zu haben, etwas in Ordnung zu bringen, etwas Neues beginnen, aber auch etwas beenden. Und die Steinbockgeborenen sollen auf ihre Wünsche, Träume, Sehnsüchte hören. Aber das trifft nicht nur die Steinbockgeborenen, sondern das spüren auch die Stiergeborenen, auch die Jungfraugeborenen. Das in Form zu bringen, nicht aufgeben, sondern Ziele setzen. Aber wichtig ist die innere Kraft, die innere Ruhe und die innere Kraft. Und das erleben alle drei Erdeelemente. Aber es kommt auch etwas in Form, das bekommt eine Struktur. Und wie wird das Jahr 2018 für die Luftelemente? Leichtigkeit. Auch mal Glück, etwas in Bewegung setzen. Wichtiges Thema wird auch die Liebe, Partnerschaft sein. Da mal die Leichtigkeit spüren. Das trifft alle drei Luftelemente. Auch die Wagengeborenen, auch die Wassermanngeborenen und auch die Zwillingsgeborenen. Bei Wagengeborenen ist wichtiges Thema die Liebe, Partnerschaft. Bei Wassermanngeborenen auch wichtig die Sicherheit, Stabilität, ein Fundament, worauf sie bauen können, ihre Ideen verwirklichen können, ihre schöpferische Kraft spüren. Und die Zwillingsgeborenen ist beide Themen wichtig, auch die Liebe, aber auch die berufliche Situation. Und viele Zwillingsgeborenen ändern etwas beruflich oder starten etwas Neues beruflich. Aber es kommt auch mehr Leichtigkeit, auch bei Zwillingsgeborenen, auch bei Wassermanngeborenen und auch bei Wagengeborenen. Und wie erleben das die Wasserelemente? Und dazu gehören die Krebsgeborenen, dazu gehören die Skorpiongeborenen und die Fischengeborenen. Sie bringen etwas im Fluss. Es ist aber wichtig, auch im Vertrauen bleiben. Vertrauen und Glauben, das ist die zwei Punkte, was hilft, was Glück bringt. Auch die Skorpiongeborenen, auch für die Fischengeborenen, aber auch die Krebsgeborenen. Glauben an sich selbst oder Glauben an die Schöpfung oder an Gott. Glauben, dass dieses Glück da ist, dass etwas im Fluss kommt. Natürlich in Skorpion geboren sind die Chancen, Möglichkeiten. Da bewegt sich auch die Glücksplanet Jupiter gerade. Aber indirekt wirkt das auch für die Fischengeborenen und wirkt auch für die Krebsgeborenen. Die Fischengeborenen sind sehr kreativ und intuitiv und sie sollen mal auf das vertrauen, auf ihre Intuitionen, auf ihren Gefühlen und das mal in Form zu bringen. Also nicht nur träumen, sondern das Umsetzen in Realität. Und die Krebsgeborenen haben ein Feingefühl, die richtigen Augenblicke. Die spüren die richtigen Augenblicke im Leben. Sie wissen auch, was sollen sie noch vorbereiten, wie viel Zeit brauchen sie. Und auf dieses Gefühl mal vertrauen, hilft auch weiter. Im Allgemeinen kann ich sagen,
Für die Feuerelemente sind Veränderungen, Umbrüche, später auch die Erdeelemente erleben das auch, vielleicht ab Frühling. Und die Luftelemente ist wichtig, Liebe, Partnerschaft und auch die Kreativität, die Ideen umsetzen in beruflichen Situationen. Und da die Luft spüren diese Leichtigkeit. Und für die Erdeelemente die Sicherheit, Stabilität. Und für die Wasserelemente natürlich das Fluss des Lebens, Vertrauen. Aber an sich selbst auch Vertrauen. Und diese Glauben schenken an die Schöpfung gegenüber, an sich selbst gegenüber. Und diese Beschreibung ist natürlich allgemein. Diese kosmische Energie ändert sich auch Tag zu Tag. Und das, was ich täglich veröffentliche in meinen Tageshoroskopen, ich kann nicht auf jeden einzelnen Mensch eingehen, aber jeden Tag gehe ich auf dem einzelnen Tierkreiszeichen an und das, was ich veröffentliche in meinen Tageshoroskopen. Aber wie trifft das Sie persönlich? Es besteht natürlich die Möglichkeit, ein Jahreshoroskop zu bestellen. Und damit meine ich nicht, wenn die Sonne erreicht, die Geburtssonnenposition, was wir Astrologen als Jahreshoroskop nennen, sondern ein Jahresanalyse für Jahr 2018. Mal die Frage stellen, was trifft mich persönlich Jahr 2018? Was sind die Themen, was ist die Tendenz, worauf sollte ich achten? Und was passiert im einzelnen Monaten? Das kann ich ganz genau beschreiben. Auch die Tage, was günstig ist, was vorteilhaft ist. Und auch die Tage, wo Hindernisse da sind. Ich kann auch beschreiben, was für Hindernisse sind das. Also ganz, ganz ausführlich. Und das können Sie gerne bestellen. Unten bei der Beschreibung befindet sich auch mein Kontaktdaten. Ansonsten empfehle ich die Blitzberatungen. Was ist eine Blitzberatung? Was kostet es? Und wie funktioniert es? Oft stehen Sie vor Entscheidungen und brauchen Sie einen guten Rat. Oder haben Sie die Entscheidung schon getroffen und brauchen Sie eine Bestätigung? Oder haben Sie Frage wie, liebt er mich noch? Kommt er zurück? Ist sie treu? Werden wir zusammenziehen? Bleiben wir zusammen? Oder kommt eine Trennung? Soll ich in diesem Arbeitsplatz bleiben? Soll ich mich beruflich verändern? Soll ich diese Schulung machen? Werde ich einen Arbeitsvertrag bekommen? Kann ich meiner Kollegin vertrauen? Wie denkt mein Chef über mich? Soll ich in dieser Wohnung bleiben? Soll ich lieber umziehen? Soll ich meine Eltern einladen oder besuchen? Soll ich diese Reise buchen? Bin ich spirituell veranlagt? Soll ich dieses Buch kaufen? Ist es meine Richtung? Und. Diese Fragen betrifft den Alltag, aber es sind auch wichtige Fragen. Und das zu beantworten, braucht man keine ausführliche Analyse. Und dazu empfehle ich die Blitzberatung. Und das funktioniert per E-Mail. Das bedeutet, Sie schreiben mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Sie beschreiben Ihre Lebenssituation. Bitte dazu die Geburtsdatum, wenn das möglich ist, mit Uhrzeit und Geburtsort. Und ich beantworte diese E-Mails persönlich, natürlich auch blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und ich wiederhole mich, nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna
Medici.